Schön, dass ihr beide wieder da seid. Ja, schön, wieder hier zu sein. Wir haben vorhin unseren Talk hier gehabt schon und jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, mal abseits jetzt von eurem Podcast, wie ihr diesen Tag hier erlebt habt. Also ne, ihr habt angefangen mit einer Session. Genau. Und danach seid ihr hier durch die Gänge gegeistert und ihr habt angekündigt, ihr macht Instagram live und, ne, also ich bin... so ein paar Instagram-Sachen. Oh, stimmt, aber wir haben nicht, live nicht, wir haben nicht so viel gemacht, tatsächlich, weil wir so, haben wir übermaßig unterhalten und so und so, wie gesagt, es ist jetzt ziemlich viel Familie, so gefühlt, ne, es sind so viele Leute, die man so von Twitter kennt oder durch irgendwelche anderen Sachen. Ja. Und dann bleibt man nochmal irgendwo hängen und es gab Kuchen. Und sehr, sehr viel vegetarische Kost, was auch sehr schön war. Also von daher konnten wir nicht klagen. Wiebke, warst du schon essen? Ich war noch auch noch nicht essen. Also, wir haben ja jetzt hier. Ja, super. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Du hast eine Tanke und. Ja. Da gibt es dann das Flüssig. Genau. Voll gut. Ja. Aber gut, dass alles weg ist, weil dann heißt das irgendwie, dass nämlich ganz viele Leute, die dieses Essen gegessen haben und das führt uns dazu, dass nämlich nicht nur wir beide hier sind, sondern dass ganz, ganz viele Leute hier mit heute im Josef de Mont Berufskolleg zusammen da waren. Aber und alles das möglich. Corona-konform Bedingungen. Genau, absolut. Das Ganze möglich gemacht haben. Ja, wir sitzen jetzt hier normalerweise, wenn wir aufstehen, sind wir mit Maske unterwegs. Überall, es wird geprüft, geimpft, genesen, getestet. Wie heißen die Leute? Wie habt ihr gesagt, wir haben diese zwei Technik, was war das Wort? Der Support. Achso, wir hatten unsere Paten. Paten. Unsere Technikpaten. Ja, ihr hattet eigene Technikpaten. Ja, ja. Also in jeder Session, in jedem Klassenzimmer gab es zwei Technikpaten, die nämlich aufgepasst haben, dass da die Technik funktionierte. Mhm. Wir hatten zum Beispiel in der ersten Staffel ein paar Rückkopplungen drin gehabt und ähnliches. So, da haben die aber genau drauf geguckt. Genau, und es wurde sofort reagiert mit so Pinwänden und super Support. Ja, also wirklich ganz, ganz tolles Team hinter der Kamera, hinter der Technik, ja. Ja, das ist also wirklich ein Riesenlob hier an das große Team vom DED. Natürlich müssen wir als allererstes zu nennen, natürlich Stefan Kramer. Und ja. Stefan, hörst du uns? Ja. Du bist im Nebenraum. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade live zuguckt. Ich bin doch dafür, dass Stefan auf jeden Fall einmal ins Bild kommt. Und für alle, die hier bei Zoom sind, ja, jetzt zuckt der Kameramann. Ich mache jetzt mal hier einfach das, was man natürlich sonst nicht macht. Ich starte hier nochmal mein Video in Zoom und dreh das Ganze. Ja. Oh. Und durchbreche mal und jetzt könnt ihr mal alle hier winken. Also ja, wir haben Kamera, wir haben Ton, wir haben unseren Support, wir haben Jörg, unseren Regisseur. Wir haben noch Lutz mit dabei, der hier auch noch so ein bisschen Nebenberichterstattung macht. Und in den anderen Räumen sind die ganzen fleißigen Helferlein. Und hast du Stefan Bescheid gesagt? Der soll auf jeden Fall einmal kurz kommen. Ja, vor allem Lutz muss einmal winken, weil Lutz hat die ganzen Trailer und die ganze, ne, ist wirklich so der Mann hinter dem YouTube-Kanal. Yeah. Ja. Konfetti-Rakete, einfach mal im Chat starten. Voll cool. Ja. Und das ist ja Stefan Kramer vom Amt für Informationsverarbeitung, wirklich so der Mastermind hinter dem ganzen Digital Education Day. Und du musst einmal kurz in die Kamera winken, Stefan. Komm auf jeden Fall einmal zu uns. Ja, nimm das Mikrofon mit, wenn der Ton da reagieren kann. Ja. Also die Leute können ja auch wieder reagieren mit den ganzen Reaktionen, mit diesem Smiley-Symbol rechts unten, Konfettikanonen fliegen lassen, Daumen hoch, mega Party. Ich muss auch sagen, also allein die ganzen E-Mails, die du geschrieben hast und so, allein nur an uns, also was musst du an E-Mails geschrieben haben in den letzten Monaten? Ja, es waren schon ein paar einige, ne? Da könnt ihr in genau, alle waren stets gut informiert, also es wurde, uns wurde sich bestens um uns alle gekümmert. Ja, vielleicht kannst du aus Veranstalter-Sicht mal so zwei, drei Worte hier heute sagen. Wie viele Helfer waren da und was ist das eigentlich nochmal für ein Aufwand? Also wir haben das jedes Jahr, ne, hier seit 9 Jahren jetzt hier den DED in Köln, aber es ist natürlich immer wieder jetzt gerade so eine besondere Situation. Also wir haben jetzt vor Ort haben wir etwa rund 25 Helfer. Komm, setz dich doch mal eben dazu. Oh, danke. Und das ist natürlich eine Veranstaltung, die fängt relativ früh des Jahres an, wo wir dann planen den Termin. Wir planen, wer kann dabei sein und wer kann uns unterstützen. Ist Wiebke und Philipp dabei? Ist der Lutz dabei? Haben wir die Schule zur Verfügung? Das sind so solche Grundvoraussetzungen. Und und dann kommt die große Frage, machen wir eine Präsenzveranstaltung? Und haben uns leider dagegen entschieden. Vielleicht war das gut, ich weiß es nicht. Ja. Aber nächstes Jahr probieren wir alles Mögliche, damit wir Präsenz werden beim 10-Jährigen. Ne? 10 Jahre Digital Education Day. 2013 fing es an mit 120 Leuten. Vielleicht ist es dann die
DED, die Digital Education Days. Ja, Anna hat ja wir hatten es ja schon probiert. Wir haben es schon probiert, ich habe das versucht, irgendwie einschleichen zu lassen irgendwie, aber DED 2022 ist auf jeden Fall schon geplant. Und tatsächlich gibt es schon ein Datum. Also ich glaube, es ist auch zum ersten Mal, ne, dass wir schon das Datum verkünden können fürs Jubiläum. Ja. Stefan, du darfst. Es ist der 19.11., ich vergesse den nicht, es ist ein besonderer Tag, 19.11.22. Der 19.11.2022, wow. Wieder hier im Josef Dumont Berufskolleg. Wissen wir nicht genau. Aber ich gehe davon aus. Wir gehen davon aus und alle anderen Schulleiter Überraschungen. Möchte das gerne haben, genau, ich finde das super auch. Der ist auch dabei gewesen bei den Sessions und so weiter. Der Peak ist sonst bei den Präsenzveranstaltungen immer dabei, aber diesmal online. Und alle weiteren Überraschungen kommen dann im Vorfeld und ihr werdet wie immer super informiert. Ne? Das macht ja auch so unglaublich gewissenhaft irgendwie, dass über die Webseite ded-online.cologne ne, die ganze Community hier in Köln, die dahinter steht, irgendwie mit ganz viel Informationen, ne, auch zum Unterrichten hier in Köln, für die Schulen in Köln und dann wirklich das Highlight jedes Jahr hier den DED. Das macht hier so einfach so unglaublich gut. Und man muss wirklich sagen, es ist tatsächlich die Stadt Köln, die das macht. Irgendwie, das darf man nicht vergessen. Ja, es ist nicht irgendein Profi-Team, die irgendwie Veranstaltung sowas macht, sondern es macht die DED. es macht tatsächlich ne, euer Amt für Informationsentwicklung und Amt für Informationsverarbeitung. Genau, das ist ein schwieriger Name. Aber auch. Und das Amt für Schulentwicklung. Genau, also ne, das, die stehen hier hinter. Und nochmal auch vielen Dank ne, an dieses ganze Team, was dort sitzt und das Ganze auch möglich macht. Ja, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Wir sagen das jedes Jahr irgendwie, dass eine Kommune sich auf den Weg macht, so eine große Veranstaltung ins Leben zu rufen. Und für euch da draußen, liebe Lehrerinnen, Lehrer und alle anderen ZuschauerInnen, die unterwegs seid und Gefallen an der Veranstaltung habt, also nochmal großen Dank an die Stadt Köln. Ja. Ihr wolltet gleich so eine Partnerveranstaltung in Linz planen. Ich meine, das wäre mega, so eine Kooperation. Ja, wir haben das, also wir haben da schon das Orga-Team in Linz vor Ort jetzt gerade hier sitzen, die dazu. Sebastian. Ja. Wieke, super. Ja, sicher. Warum nicht? Solche Formate können einfach mehr verbreitet. Ja, aber es ist halt auch eben das Tolle, eben weiter diese Geschichte gibt einfach jetzt schon wir haben jetzt den 10-Jährigen vom DED, dass es einfach eine Tradition irgendwo auch da ist und man geht einfach zum DED und ich muss sagen, also das mit Corona, das ist schon hart jetzt gewesen, weil es immer auch ein Ort war, wo man sich halt eben auch ausgetauscht hat. Da trifft man mal jemanden, den man vielleicht die letzten Jahre nicht wieder gesehen hat und ich hoffe, dass wir da wieder zurückkommen. Ja, absolut. Und ich hoffe, ihr habt euch draußen irgendwie austauschen können. Und wo du gerade Tradition sagst, und mir hat damals tatsächlich im zweiten Jahr, als ich moderiert habe hier, der Stadtdirektor der Stadt Köln sagte, ja, einmal ist kein Mal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum. Und da sind wir angekommen, das ist Stadt Köln. Und also wir sind hier schon, wir sind nicht nur, wir sind also jetzt hier Brauchtum. Ja? Das gehört schön, irgendwie dazu. Dank für Karneval und DED. Genau. Ja, und in diesen Tagen vielleicht. Die hier und in diesen Tagen ist vielleicht dann der DED doch jetzt heute auch die verträglichere Veranstaltung gewesen, genau in dieser Form. Und das ist so, ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen die ganzen Aufzeichnungen im YouTube-Kanal wiederfinden und nochmal eine herzliche Einladung zu dieser Plattform education.cologne. Wo nämlich wirklich das ganze Jahr über Informationen fließen, wo es eine Community gibt, mit der man sich austauschen kann, die eben auch sorgfältig behütet wird von Stefan und seinem Team. Mhm. Und insofern, als du vorhin sagtest, das ist mal so ein bisschen wie Familientreffen. Dieses Familientreffen lebt natürlich auch davon, dass man einfach über das ganze Jahr hinweg in verschiedenen Formen miteinander in Kontakt bleibt. Und es ist natürlich immer schön, dass der DED eine Form davon ist. Wir haben heute ne, ganz viele verschiedene Sessions gehabt, unglaublich viele Referentinnen. Stefan, du weißt die Zahlen immer auswendig. Wir hatten 32 Sessions gehabt und 8 Interviews und waren sehr vielfältige Themen. Da ganz bunte Veranstaltungen von dieser Azufi, diese App für Berufsschüler und bis hin zu Magda Meierhofer auf dem Boot dann.
die ich sehr, sehr, sehr beneide. Ja. Ja, ja. Dann die beiden Verrückten irgendwie von dem Podcast, die auch hier rumgeistern. Ja, auch großartige Sache. Genau, der Färber, die bei euch war, die Nicola Köpper, die waren ganz begeistert. Also der deutsche Schulpreissiegerin, ja. Ne? Einfach auch eine unglaublich wichtige Sache, die die an der Schule machen. Dann zu hören die Folge auch schon direkt. Klar. Wenn die es ja schon verpasst haben, sollte ich es morgen schon auf die Ohren. Ja, eure Edufunk-Session, sehr gut. Noch geschnitten vom Redaktionsteam und ja. Stimmt, Entschuldigung, ich wollte schon sagen, du machst es. Das mache ich hintergeben. Ja, genau. Anna, wie geht's bei dir weiter, Anna? Du fliegst wieder zurück? Oder tatsächlich fährst du mit dem Segelboot? Nee, ja, das wäre schön, gell? Am Montagabend geht's zurück nach Linz. Ich schaue mir nur die Villa Webersbusch an, damit ich das einmal live erlebe, einmal was da so abgeht. Mhm. Ja. Einmal so Unfug treiben dort. Liebe Grüße an Florian. Ja, richtig aus. Okay. Mhm. Mal schauen, ob es ein Cappuccino gibt. Nee. Genau, also einfach alle Eindrücke nochmal sacken lassen und mit ganz viel Inspiration zurückfliegen und dann schauen, was wir in Österreich durchpushen können. Ja, ich fand das ganz spannend. Also letztes Jahr, ne, 2020, das waren ja so die ersten Erfahrungen eigentlich, die man so gesammelt hat, ne, mit dem ersten Lockdown und wie geht es denn jetzt so weiter? Mhm. Und ich fand jetzt nur nach anderthalb Jahren Pandemie, auch in diesem Jahr nochmal wirklich ganz interessant, welche Erkenntnisse hat man eigentlich daraus? Ne? Also was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Erfahrungen und mit den Erkenntnissen, die sich so in diesen anderthalb Jahren Pandemie angesammelt haben? Ich glaube, da haben wir heute auch ganz viel zugehört. Ne? Ja. Also das, was jetzt einfach auch mit in Präsenz rüberwandert aus den Erfahrungen. Und ich glaube, da waren so spannende... Das ganze Setup irgendwie, weil man ist so vertraut mit diesen ganzen Online-Plattformen wie Zoom oder irgendwas. Jeder kennt sie aus. Zack, 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 zack. Also... Ja, jeder glaube ich noch gar nicht mal. Aber hier. In Österreich. Ich glaube einfach, dass auch doch nochmal so viele Erkenntnisse auch kamen, wie kann man eigentlich digitales Wissen weitergeben. Und ich fand es wirklich in diesem Jahr auch ganz bemerkenswert, dass viele Schulleiter und Schulleiterinnen hier waren und Sessions gemacht haben. Das war lange Zeit nicht so der Fall. Da kamen wirklich mehr... so aus dem Lehrerkollegium oder wie auch immer Leute. Und jetzt geht es so ins Strategische. Ja, das und das ist eigentlich ein gutes, ist wirklich ein gutes Zeichen, dass das Thema wirklich so in der Spitze angekommen ist und von der Spitze auch weitergetrieben wird, weil ohne ist einfach dann auch so eine Veränderung gar nicht möglich. Ne? Und da müssen einfach Leute dann auch mitgenommen werden, die sich möglicherweise noch sperren und sich Zoom beispielsweise lange verweigert haben. Gut, haben wir ja selber alle erst mit Corona eigentlich auch so entdeckt. Ne? Das hat sich ja auch dadurch nochmal entwickelt. Aber da merkt man wirklich, dass es so vom Experimentieren und so Graswurzelprojekte durchziehen, das ist jetzt auf einer Ebene, wo es auch von oben nach unten und von unten nach oben. Und das fand ich sehr bemerkenswert heute, dass ganz viele partizipative Projekte entstanden sind, ne? Wo mit den SchülerInnen und mit den Eltern und eben der Schulleitung, dem Kollegium und KooperationspartnerInnen einfach was gemacht wird. Und das, finde ich, hat sich echt verändert. Ja, und Menschen sprechen miteinander. Ja, und wenn ihr auch an euren Schulen irgendwie Veränderung vorantreiben wollt, ne, dann wendet euch an eure Kommunen, ja, an die Städte, die Schulämter. Wir haben alle ein offenes Ohr. Ich selber bin ja auch Medienberater. Alle Medienberatenden hier in NRW, sprecht die an, die sind für euch da in den einzelnen Zentren. Da muss ich jetzt kurz die Werbung noch machen für uns Lehrer und LehrerInnen, die halt nebenbei unterwegs sind oder mit ihren Stunden an euren Schulen. Also sprecht eure Medienberatenden an, es sei denn, ihr seid in einer Privatschule, da sind wir nicht zuständig. Genau, ich bin oft gerne Gast bei euch in der Villa Würzburg, also auch ganz liebe Grüße daraus. Das war's, oder? Ja, wir kommen ja ans Ende. Und können wirklich nur nochmal... Hey, danke auch an euch! Ja. Ihr habt den ganzen Tag durchmoderiert. Ich würde schon sagen, ihr habt nichts gegessen, kaum was zu trinken und doch. Na, nicht mal Prosecco, ne? Ja, gar nichts. Schulstaub, ne? Schulstaub. Also das ist ganz schön, ne? Das hast du das erklärt gehabt mal? Nee, tatsächlich nicht. Also der Schulstaub ist bei uns die Lehrerinnenfeier vorm Zeugnis, vorm Sommer, wo alle Lehrer zusammenkommen für ein Abendessen, für eine gemeinsame Feier. Und dann geht's ab in die Ferien. So machen wir das jetzt auch. Wir nehmen der unser Wasser. DED-Staub. Ja, DED-Staub. Genau. Wir nehmen unser Wasser und gehen jetzt ab in Richtung Weihnachten. Ja. Und in das ganze nächste Jahr. Und ich freue mich auf die ganzen Planungen von euch, die dann kommen. Und Wiebke, wir
Und bleibt nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen an euch alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr alle da wart. Und wir sehen uns am 19.11.2022 wieder. So ist es. Und schön, dass du da warst, Philipp. Und dass du da warst, Wiebke. Tschüss. Tschüss.